Wenn es unseren Kindern die Sprache verschlägt, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem gibt es wie immer das Neueste vom Sport im Verlauf der Sendung. Der Fürst Michael Drevenstedt. Ja, wir schauen auf die bevorstehende Thüringen-Rundfahrt. Damit guten Abend und willkommen bei MDR Aktuell. Es wird noch schlimmer, bevor es besser wird. Das sind die kurzfristigen Aussichten zur Hochwassergefahr. Der tagelange Regen hat bereits an vielen Punkten für Probleme und auch für teilweise tödliche Gefahren gesorgt. Bis zum Wochenende zumindest soll es weiter regnen. Der Blick auf die Pegelstände wird immer ängstlicher, aus gutem Grund. Die Radfahrerin hat die Kraft der Fluten unterschätzt. Ein Augenzeuge filmt, wie sie bei Hannover stürzt und mitgerissen wird. Er ruft die Polizei, kann aber selbst nicht helfen. Fürchterlich, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht hinterher rennen. Ich ersaufe mit. Die Frau kann zunächst gerettet werden, sie stirbt jedoch kurz darauf im Krankenhaus. Aus Mitteldeutschland werden bislang keine Todesopfer gemeldet. Doch für die Hochwassergebiete gibt es noch keine Entwarnung. Örtlich kann es bis morgen früh bis zu 70 Liter pro Quadratmeter regnen. Das können die Thüringer, ob in Erfurt oder Bad Salzungen, gar nicht gebrauchen. Die Werra ist schon mehr als voll. Außerdem droht durch den Dauerregen in Bad Salzungen dieser Hang abzurutschen. Nachdem die ersten Brocken runterkamen, wurden rund 20 Bewohner in Sicherheit gebracht. Vorwürfe werden laut. Gucken Sie mal den Kahlschlag an, der da oben passiert. Das war alles früher mal Wald gewesen. Und Wald hält nun mal Feuchtigkeit und auch das Erdreich. Am Erfurter Kreuz in der Abfahrt Richtung Sömmerda sind Erdmassen schon in Bewegung geraten, rund 2000 Kubikmeter. Spätestens Samstagvormittag sollen die Arbeiten, wenn da keine Komplikationen auftreten, dann behoben werden, sodass man hier wieder frei fahren kann. Aufräumen heißt es auch in Reichenbach und Chemnitz in Sachsen. Weil das Wehr durch Unrat verstopft gewesen ist, ergießt sich der Gablenzbach in Chemnitz in den Gärten. Und so laufen die Keller voll. Auch in Reichenbach in der Oberlausitz. Auf einmal kracht es los und das aus Himmelsdroht plumpt es und im Nu kam das vom Feld das Wasser hier ran und über die Straße und die Gullis haben es ja gar nicht gepackt. Es dauert Stunden, bis die braune Brühe wieder draußen ist. Auf Trab hält das Wetter auch in Lohburg und in Wernigerode. Die Mitarbeiter der Talsperren, wie hier am Zieljabach, bei Wernigerode lassen kontrolliert Wasser ab, um Landunter zu verhindern. In Lohburg in der Altmark setzen Regen und Kälte dem Storchennachwuchs zu. 30% der geschlüpften Jungtiere starben. Mit einer Drohne beobachten Vogelschützer die Kleinen. Den vier Jungen geht es gut. Auch in der Nacht beobachten wir die Pegelstände natürlich weiter für Sie. MDR Info berichtet im Radio und auch im Internet finden Sie auf unserer Seite mdraktuell.de immer die aktuellen Werte für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wenn wir über unser